Hallo, Hallöchen, ich bin wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019, auf der Karte 2 Sternhof. So, ich krieg irgendwie den Anhänger nicht so richtig vollgeladen, ich muss glaube ich selber fahren. Ja, das sind nicht meine Geräte, ich mache da gerade noch so eine Mission und ich würde aber gerne selber sowas besitzen wollen. Und natürlich dann damit auch Missionen machen. Aber dazu später. Also. Genau. Ja, wir machen da noch die Maismission fertig. Aber das läuft ja mehr oder weniger nebenbei. Der Drescher hier wäre eigentlich von der Größe her ideal. Der kleine von John Deere. Würde mir eigentlich gefallen. So. Wir schauen mal weiter. Wir haben ja das letzte Mal noch so einen Trecker mit hier Düngetechnik gekauft. Das ist ja unser Starttraktor. Wir haben Ballen gemacht, die verkauft. Und jetzt ist eigentlich nichts zu tun. Deswegen sind Missionen dran. Ich sag, das Gras ist natürlich noch nicht gewachsen. Da können wir noch nichts machen. Tiere würde ich noch nicht machen, weil ich da noch einige Sachen fehlen. Wir wollten ja eigentlich alles erst haben, bevor wir da loslegen. Wir haben ja schon, wenn wir hier mal bei den Kuhstall reinschauen, haben wir da natürlich schon diesen Futtermischwagen uns organisiert. Und wir haben den Milchtransporter. Mit denen können wir auch Wasser fahren. Wir könnten quasi jetzt hier schon Wasser reinmachen, aber dann wird es vielleicht nachher schlecht und die Kühe geben saure Milch, weiß ich nicht. Aber das machen wir dann, wenn wir die Kühe definitiv holen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich noch einen Viehtransporter und so weiter. Aber jetzt ist eigentlich die Frage, ob wir da uns noch irgendwie ein bisschen Technik kaufen. Wie gesagt, ich hätte gerne selber einen Mähdrescher. Ich habe jetzt wohl auf der PlayStation, auf der Ravenport haben wir einen Mähdrescher, aber hier auf dem PC, wir spielen ja auf dem PC, habe ich keinen irgendwo und da kann ich, wäre natürlich nicht schlecht, aber ich bin mir noch nicht sicher, was wollen wir noch? So, der ist da am Fahren und genau, dann bin ich noch mir so ein kleines ATV, glaube ich heißt das, geholt. Und ja, jetzt bin ich hier beim anderen Hof und zwar sind wir hier beim Pferdehof. Beim Pferdehof, wenn wir es auf der Karte sehen, unten links in der Ecke. Pferdehof, ganz cool. Hier gibt es einen richtigen Pferdestall für die Pferde. Die haben hier eine Koppel. Die haben, ja, wenn ich wüsste, so ein Rondell, wo sie da Bewegung bekommen würden. Aber ich weiß nicht, ob das bloß, das ist wahrscheinlich bloß Show. Das funktioniert nicht, weil hier können nirgendwo, kann ich sie da reinmachen. Aber das wäre natürlich cool, wenn das funktionieren würde. Und sie haben einen eigenen Reitplatz. Also sehr cool hier der Pferdehof. Und hier hinten haben wir sogar noch ein Feld. Das Feld 19 natürlich. Also, dann ist die Karte vielleicht nicht bloß für Singleplayer geeignet, sondern vielleicht auch für zwei Personen ist die eigentlich gerade groß genug oder klein genug. Wie auch immer, viel mehr würde ich da nicht drauf machen. Aber das sieht schon cool aus hier, der Hof. Du hast vernünftige Unterstände hier. Kannst da ein bisschen was lagern oder Geräte reinstellen. Ja, sehr cool gemacht. Hier hast natürlich dieselbe Garage, wie wir auf dem Hof haben. Also wir haben uns ja, bevor die Karte oder wo wir angefangen haben, haben wir uns ja den Hof gekauft, wo ich jetzt bin. Wir hätten natürlich auch hier das kaufen können. Habe ich da noch nicht gewusst, war ich gar nicht schauen gegangen. Aber wir hätten auch hier starten können und direkt mit Pferden. Ja, und hier der Weg alleine schon hierher ist noch cool. Danke, das ist wirklich hier Feldweg.
Hier ist eigentlich gerade das Feld, wo ich am Ernten bin. Da ist die Mühle, die hat sich auch ein kleines bisschen verändert, im Gegensatz zum LS17. Die Karte gab es ja schon im LS17. Und ich fand die natürlich so cool damals schon, muss die jetzt unbedingt nochmal oder wieder spielen. Und ja, können wir natürlich ganz andere Sachen machen hier. Im 17 habe ich die auf der PlayStation gespielt. Für die PlayStation gibt es die noch nicht, also spielen wir sie auf dem PC. So, hier ist mein Hof. Hier kann ich natürlich viel, viel mehr Tiere halten. Und ja, wir können Hühner halten. Habe ich schon überlegt, ob wir nicht Hühner machen wollen. Gibt aber, weiß nicht, was ist denn so der Eierpreis? Jetzt nicht speziell viel da. Was? 5000? Für wie viel Eier? Für 1000 Eier wahrscheinlich, ja. 1000 Eier muss erstmal zusammenkriegen. 6214? Okay. Haben aber den Schwierigkeitsgrad auf normal. Also. Gut. Mission läuft. Hier können wir nichts machen. Tiere sieht noch schlecht aus. Und ich habe keinen Frontlader oder so, damit ich mir hätte Hühner kaufen können. Und ja, da irgendwie Futter reinschmeißen. Es ist irgendwie ein bisschen verhext. Was haben wir denn noch so an Missionen? Als nächstes Düngen. Düngen auf Feld 10. Das könnten wir natürlich dann annehmen. Ansonsten ist Ernten, 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 Ernten. Kartoffeln. Da wäre noch eine Erntemission. Ich sag, wenn wir unseren eigenen Drescher hätten, hätten wir den nehmen, aber vielleicht warten wir gerade noch. So, der ist da noch unterwegs. Sieht noch richtig cool aus, der neue JCB. Wir können ja mal schauen, was eigentlich der Drescher kostet. Der kostet ja, glaube ich, 300.000. 285.000, dann hast du aber noch kein Schneidwerk dazu. Das brauchst du denn auch noch. Kostet nochmal 50.000. Und dann gibt's noch das passende Maisgebiss. Kostet auch nochmal fast 40.000. Und dann brauchst du noch so ein Schneidwerkswagen. Aber was ich noch schauen wollte, zwar muss ich jetzt mal schauen bei Häcksler. Ist das bei Häcksler drin? Ne. Ist denn das Teil drin? Ist da eigentlich noch ein Cargo-Mod drin? So, jetzt mit dem da. Da ist er auch nicht. Vielleicht bei Überladewagen. Da. Das Teil, das wollte ich mir mal anschauen. Das ist noch cool. Leider habe ich hier nichts zum Häckseln.
Aber das wäre natürlich was auf meiner Multiplayer-Karte. Okay. So, wie sieht denn das aus hier mit der Mission? Der muss doch gleich mal durch sein mit dem Mais. Och, der muss noch ein Weilchen fahren. Da können wir noch mal zum Hof. So, wir holen mal die Technik raus hier. Ich würde gerne was kaufen. Jetzt ist die Frage, wir haben eigentlich nichts. Wir haben keinen Grubber, wir haben keine Seemaschine, wir haben auch kein Feld, was wir bestellen können. Ich fahre mal zum Händler. Bisschen Geld haben wir noch. Jetzt ist nur die Frage, wie setzen wir es am besten ein? Ich sag so, Mähdrescher kostet verdammt viel Geld. Und da musst du ein paar Missionen machen, bis du es wieder drin hast, natürlich. Und wir haben nicht mal ein Feld, wir haben bis jetzt bloß Wiesen. Wir könnten natürlich weiter auf die Grastechnik setzen. So, dann wäre nämlich irgendwo, muss ich gerade schauen. Moment, hier ist auch noch eine Wiese. Nein, da ist die Wiese. Was kostet die eigentlich? 118.000. 100.000, das Feld 7 und 8. Was kostet das Feld 13? 91.000. Ist da eigentlich was drauf? Auf dem Feld 13 zeigt es mir Hafer an. Wachstum. Einmal gedüngt. Okay, das könnte ich vielleicht noch ein zweites Mal düngen. Und dann könnten wir das nachher verkaufen. Hafer ist eigentlich, glaube ich, gar nicht immer so ein schlechter Preis gewesen. 1200, 1390, fallend. Okay, wir haben aber ein Silo auf dem Hof und könnten das da natürlich verwenden. Und das wäre natürlich gleich bei uns. Ich glaube, wir kaufen das. Ja, werden das noch einmal düngen und ernten das nachher vielleicht mit einem Mietgerät ab. Wo werden wir es machen? Kaufen, jawohl. Und Würzin ist aber günstig. Sollte man sich das vorher noch anschauen, das wäre gleich hier um die Ecke. Feld 14 wäre da. Eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was ist denn da drauf? Ups. Das Feld 15. Alles klar. Feld 14 ist da. Da sind. Okay, das sieht schon anders aus. Das ist nicht so. Ja. Okay, das reicht erstmal. Haben wir eigentlich genug ausgegeben? Warte mal. Ich habe jetzt halt nichts beim Händler gekauft. Wir fahren wieder zum Hof und starten unseren Düngeträger und werden noch unser neues Feld düngen. Und damit wir da natürlich eine ordentliche Ernte rauskriegen. So, irgendwann sind ja die Wiesen auch wieder bereit hier zum Mähen. Dann kommt natürlich auch wieder Geld rein. Und dann werden wir auch ein paar Silageballen hier für den Hof machen. Wir werden vielleicht auch Heu machen. Da brauchen wir noch einen Wender natürlich. So.
So, nehmen wir mal den Hüllimann hier. Bisschen was ist noch drin. Das sieht nicht aus, ob hier überhaupt was drauf ist. Unkraut. Ich kann gar nicht düngen, weil es noch nicht die nächste Reifestufe erreicht hat. Okay, da bin ich ein bisschen zu voreilig gewesen. So, da haben wir nämlich den Salat. So, das Feld können wir zwar einmal abernten, aber wir können nicht das Feld bestellen. So, irgendwie ist heute der Boden drin, glaube ich. Es geht nicht so richtig vorwärts, aber wenn es erstmal läuft, dann haben wir wahrscheinlich wieder so viel zu tun, damit wir mit der Arbeit gar nicht hinterherkommen. So, dann würde ich doch nochmal zum Händler fahren. Und dann kaufen wir Technik ein fürs Bild. Sag ich mal. Haben wir das restliche Geld noch auf dem Kopf? Also ich würde einen Anhänger kaufen. Dann schauen, wie viel Geld wir noch haben. Einen Pflug brauchen wir bestimmt. Und einen Grubber. Und dann können wir eigentlich schon ein bisschen was machen. Sämaschine bräuchten wir natürlich auch. Am besten holen wir uns einen Flug und eine Sämaschine, die grubbern kann. Meine Güte, jetzt ist sie hier hinten. So. Also als erstes brauchen wir, sage ich mal, einen Anhänger. Ein Anhänger, um das ganze Zeugs abfahren zu können. Und da können wir jetzt natürlich schauen, was wir da am besten nehmen wollen. Ich hätte ja vielleicht den Brandner genommen. Aber der ist jetzt gerade noch ein bisschen zu teuer. Vielleicht fahre ich einfach öfter ab. Das ist ja gleich neben dem Hof. Und nehme da so einen Fliegelanhänger. 12.000 kostet der so. Und wenn ich da die Kapazität ändern. 11.300 Liter, glaube ich, das geht schon mal. Was können wir noch? Reifen. Farbe. Ja, und wir nehmen da die Standardreifen. Ich würde sagen, so kostet mir der 18.000. 11.300 Liter gehen wir rein. Ich mag das Teil jetzt schon. Kaufen wir. Reicht erstmal aus. Anhänger haben wir. So, dann gucken wir noch wegen einem Pflug. Da hätten wir den hier. 180 PS. Das würde mein Träger noch schaffen. 300 PS schafft er nicht mehr. Ja, nehmen wir den für 14.000. Wendeflug. 5 Schar. Nehmen wir den. 2,5 Meter. Das reicht erstmal für uns. Okay.
haben wir den Flug auch noch. Und jetzt haben wir noch 72.000 auf dem Konto. Jetzt könnten wir noch schauen wegen Seemaschine. Und das schauen wir hier mal bei Saattechnik. Und zwar habe ich auf der PlayStation habe ich die 30.000. Die kann grubbern, aber nicht düngen. Die für 32.000 hier, die kann sogar grubbern, düngen und säen. Ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, wir würden die nehmen. Die kostet hier 39.000 Dara. Und ist sogar, ja, bisschen breiter. Aber mir gefällt eigentlich die hier. Und alles andere wird dann teuer. Ja, ich glaube, wir nehmen die hier für 32.000. 3 Meter, das reicht erstmal für uns. 180 PS. Das schafft der Trecker. So. Ja, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Dann bräuchten wir eigentlich noch Mineraldüngertank auf dem Hof und Saat. So, dann fahren wir das Zeug zum Hof. So, haben wir einen kleinen Anhänger und ein bisschen Technik für das Feld. Das einzige, was wir nicht haben, ist ein Dröscher. Aber wir können jetzt das Feld pflügen, wir können es wieder ansehen, wir können es düngen. Sollte eigentlich erstmal gut sein. Und wir können das mit den Anhänger bei uns ins Silo fahren. So, ich hole dann noch das andere Zeug, würde ich sagen, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich erstmal und bis denn dann. Ciao, ciao.